B1.6. Für die Dreiecke A3D3E3 und A4D4E4 gilt D3E3 gleich D4E4 gleich eine Längeneinheit. Berechnen Sie die zugehörigen Werte für x. So, schauen wir uns das wieder in der Zeichnung an. Ich mache es exemplarisch an D1 und E1. Also diese Strecke hier soll eine Längeneinheit lang sein. Man muss jetzt irgendwie herausfinden, für welche x das der Fall ist, also für welche Parallelogramme. So, damit brauchen wir irgendeine Verbindung von der Strecke DE zur Abszisse x von den Punkten C1 und B1. So, was wissen wir? Wir wissen zum Beispiel die Strecke CN, also diese hier, hat die gleiche Länge wie die Strecke ANDN, weil es ist ein Parallelogramm und damit sind die Streckenlängen gleich lang. So, und wie lang die sind, haben wir oben aufgeschrieben, nämlich 0,25x² minus 2,25x und dann plus 7. Okay, damit haben wir jetzt in diesem Dreieck hier ein paar Größen bekannt. Ich weiß, es ist rechtwinklig, dann demnach gilt Sinus, Cosinus oder Tangens oder Pythagoras. Ich weiß, diese Strecke ist eine Längeneinheit lang und diese Strecke ANDN hat diese Längeneinheit. Das ist so lang. So, uns fehlt jetzt aber noch ein Winkel. Tja, und vielleicht kann man es aus der Zeichnung schon erkennen, welcher Winkel das wohl sein wird. Hier haben wir einen 75,96 Grad Winkel und der ist hier ebenfalls wieder zu finden. Warum? Es ist ein Parallelogramm, demnach sind diese beiden Seiten parallel zueinander, also gilt die Beziehung der F-Winkel oder der Stufenwinkel und Stufenwinkel sind gleich groß. Also ist der Winkel hier gleich groß wie der da. Man könnte auch noch anders argumentieren. Wir haben immer gesagt, dieser Winkel DNCNBN ist immer 75,96 Grad groß. Wenn ich jetzt also das Parallelogramm so verschiebe, dass der Punkt C hier landet, dann habe ich hier genau nochmal diesen neuen Winkel. Also genau den gleichen Winkel. So, damit kenne ich jetzt die Hypotenuse mit dieser Formel. Ich kenne den Winkel mit 75,96 Grad und ich kenne die Ankathete. Jetzt schaue ich bei meinen trigonometrischen Sätzen nach. Der funktioniert mit Ankathete und Hypotenuse und dann finden wir sofort den Cosinus dafür. So, ich schreibe jetzt nur noch die Winkelbeziehung nochmal mit auf, damit das komplett ist. Der Winkel DNCNBN ist gleich groß wie der Winkel ENDNAN und es waren 75,96 Grad. So, jetzt wie gesagt über den Cosinus lässt sich dann folgendes Verhältnis aufstellen. Cosinus vom Winkel ENDNAN ist gleich Ankathete durch Gegenkathete. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Dann folgt Cosinus von 75,96 Grad ist gleich, hier haben wir schon eingesetzt, 1,0 und unten die 0,25x² minus 2,25x plus 7. So, was vielleicht ein bisschen unschön ist, ist, dass hier diese Formel mit dem x² und x unten im Nenner steht. Also wir können jetzt zwar mit Hilfe vom Solver dieses problemlos lösen lassen, aber per Umformung müssen wir noch das etwas schöner machen. Nämlich, ich forme das jetzt wie folgt um, ich multipliziere mit dem unteren Teil durch, und teile hier durch den Cosinus von 75,96, dann landet er hier unten im Nenner.
Dann heißt meine Gleichung 0,25x Quadrat minus 2,25x plus 7 ist gleich 1,00 durch Cosinus von 75,96. So, jetzt habe ich alle Zahlen im Prinzip mit x Quadrat und x auf der linken Seite und ja gut, bis auf die 7 und hier habe ich den Rest. So, ich rechne jetzt noch aus, was hier auf der rechten Seite rauskommt, um diesen Bruch noch wegzuhaben, damit ich dann schöner weiterrechnen kann. Das sind also 0,25x² minus 2,25x plus 7 ist gleich 4,12. So, man sieht es vielleicht schon, ich habe jetzt hier eine quadratische Gleichung, weil ich habe hier ein x² drin. Und da gibt es hier eine Vielzahl von Möglichkeiten, das lösen zu lassen, entweder mit Hilfe vom Taschenrechner, zum Beispiel Calc Intersection. Aber per Hand lässt sich es eben über die Mitternachtsformel berechnen. Die finden wir auch wieder in der Formelsammlung auf der Seite 10. Wo es heißt, erstmal allgemeine Form ax² plus bx plus c gleich 0. Dann die Diskriminante berechnen mit d ist gleich b² minus 4 mal a mal c. Und dann als Lösung x1, 2 ist gleich die Wurzel aus minus b plus minus Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. So, und diese drei Formeln brauchen wir alles. Und gucken wir uns nachher dann durch. Also wichtig ist, ich brauche die Form ax² plus bx plus c gleich 0. Also auf der rechten Seite muss auf jeden Fall 0 stehen. Ich muss diese Gleichung hier also erst noch so umformen, dass rechts die 0 steht. Und wie schaffe ich das? Indem ich die 4,12 subtrahiere. Und dann heißt meine Gleichung 0,25x² minus 2,25x und jetzt 7 minus 4,12 sind 2,88 gleich 0. So, jetzt habe ich genau diese Form. Jetzt kann ich die Diskriminante aufstellen. Um herauszufinden, was jetzt b, was a und was c ist, kann man noch diese Form nochmal hier drunter schreiben. Also ax² plus bx plus c gleich 0 und dann sieht man, glaube ich, recht schnell, was a und was b und was c ist. A ist nämlich der Faktor vor x Quadrat, b ist der Faktor vor x, das Minus muss man allerdings mitnehmen, und c ist die Zahl ohne Variable. Also setzen wir ein, Diskriminante ist gleich b Quadrat, das heißt minus 2,25 zum Quadrat. Die Klammern müssen mit, ansonsten gilt nämlich das Quadrat nur für die 2,25, aber nicht für das Minus. Dann folgt minus 4 mal und jetzt den Faktor a, also 0,25 mal c sind die 2,88. So, lassen wir den Taschenrechner ausrechnen, was rauskommt, nämlich 2,18. So, und jetzt setzen wir es noch einmal in die Lösungsformel ein. Der erste Weg geht x1 ist gleich minus b plus der Wurzel aus der Diskriminante. Also x1 ist minus b plus die Wurzel aus 2,18, die haben wir ja gerade berechnet, geteilt durch 2 mal a, a war 0,25. Das geben wir so nochmal in den Taschenrechner ein. Und dann kommt ein Wert von 7,45 raus. Das ist also meine erste Lösung. Jetzt muss ich noch die zweite Lösung nehmen. Das ist x2 ist gleich minus b minus der Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. Also wieder minus, minus 2,25. Und jetzt minus die Wurzel aus 2,18 geteilt durch 2 mal
0,25. Und es ist wieder ein Taschenrechner eintippen und dann haben wir einen Wert von 1,55. So, damit haben wir unsere beiden x-Werte, nämlich einmal für x1 gleich 7,45 und für einmal für x2 gleich 1,55. Und für diese x-Werte wird die Strecke DE genau eine Längeneinheit lang. So, schauen wir nochmal nach, ob es noch was zu machen gibt. Nur hier heißt nur berechnet die zugehörigen Werte für x. Das heißt, die haben wir hier stehen und damit wäre die Abschlussprüfung fertig.